Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Flüchtlingsdrama vor dem Gipfel. Ist Europa noch zu retten? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier in Berlin und zu Hause natürlich. Heute, einen Tag vor dem so wichtigen Flüchtlingsgipfel in Brüssel, lässt Mazedonien kaum noch Flüchtlinge durch. Das hat zwar nur noch wenig mit dem Traum eines grenzenlosen Europas zu tun, könnte aber die Lösung in der Flüchtlingsfrage werden. Dann freilich hätte Deutschland mit seiner Haltung verloren und Österreich hätte, wenn man so will, alles richtig gemacht. Bei uns ist der österreichische Außenminister Sebastian Kurz, Bundesjustizminister Heiko Maas, die Fraktionsvorsitzende der Grünen ist da, Katrin Göring-Eckardt, der slowakische Europaabgeordnete Richard Sulik und Katja Kipping, die Vorsitzende der Partei Die Linke. Herzlich willkommen Ihnen allen. Es ist, meine Damen und Herren, ein Drama, was sich da gerade an der griechisch-mazedonischen Grenze abspielt. Zehntausende von Menschen zwischen Mazedonien und Griechenland sitzen immer noch fest. Wartende, verzweifelte Flüchtlinge. Very, very bad situation. It's not life here. Really, it's not life here. Either to cross the border or to die over here. Sie harren aus bei Regen und Kälte. Idomeni in Griechenland an der Grenze zu Mazedonien. Diese Woche Flüchtlinge versuchen, die Grenze gewaltsam zu durchbrechen. Und immer wieder Proteste. Doch die Grenzen auf der Balkanroute sind weitgehend geschlossen, seitdem Österreich Tageskontingente eingeführt hat. Für die deutsche Kanzlerin der falsche Weg. Weil nun aber Österreich entschieden hat, 80 pro Tag und kein mehr, ist nun das entstanden, was wir jetzt sehen. Das ist genau das, wovor ich Angst habe. Wenn der eine seine Grenze definiert, muss der andere leiden. Das ist nicht mein Europa. Der österreichische Kanzler wehrt sich. Österreich ist kein Wartezimmer für Deutschland. Und der österreichische Verteidigungsminister meint, wenn wir schon mit anderen Ländern dafür sorgen, dass entlang der Balkanroute Absprachen getroffen werden, dann sollte Deutschland eigentlich auch Danke sagen dafür. Herr Maas, sagen Sie Danke dafür, dass die Balkanroute jetzt weitestgehend geschlossen ist? Ich weiß nicht, wie man Danke sagen soll zu solchen Bildern. Und diese Bilder zeigen eigentlich, dass das keine Lösung ist. Und deshalb ist das, was die Bundesregierung weiterhin verfolgt, dass wir eine europäische Lösung finden werden, was nicht einfach ist. Aber wir werden das nicht aufgeben. Einzelne Staaten können das Migrationsproblem nicht lösen. Es führt nur dazu, dass in einem Dominoeffekt die Probleme an andere Staaten weitergegeben werden. Wir haben das jetzt in Griechenland gesehen. Und deshalb wollen wir morgen auf dem Gipfel eine Lösung mit der Türkei, die die Außengrenzen sichert, die dafür sorgt, dass es von den Außengrenzen in die Europäische Union verteilt wird. Wir lassen auch nicht nach, alle im Rahmen ihrer humanitären Verantwortung für Kontingente nachzufragen. Und wir müssen den Griechen helfen. Wir können sie mit dieser Situation so nicht alleine lassen. Deutschland will, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und hat das jetzt? Der Effekt ist ja da. Es kommen weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Warum genau sperren Sie sich dann gegen diese Lösung? Weil das keine nachhaltige Lösung ist. Also wenn man über Migration redet, muss man anfangen bei den Fluchtursachen. Und solange es Fluchtursachen gibt wie den Krieg in Syrien, werden die Menschen weiter fliehen. Mhm. Und sie werden an irgendwelche Grenzen ankommen. Und wenn es dort Verhältnisse gibt, wie wir sie jetzt in Griechenland gesehen haben oder in Mazedonien, die Zäune sind ja schon eingerissen worden. Und deshalb ist das erste Thema, wenn man nachhaltig über Migration redet, Fluchtursachen zu bekämpfen. Der Waffenstillstand in Syrien ist ein größerer Beitrag dazu, Menschen zu helfen und dafür zu sorgen, dass es auch in Deutschland weniger Flüchtlinge gibt, als jedes Gerede über jede Obergrenze. Die wird nicht helfen. Und deshalb ist das A und O. Solange wir die Fluchtursachen nicht bekämpfen, wird das so weitergehen. Im Moment sind 60 Millionen Menschen auf der Welt auf der Flucht. 25 Millionen außerhalb ihrer Heimatländer. Das ist keine nachhaltige Lösung. Nehmen Sie,
Begrüßen wir auch noch mal den Sprecher von Herrn Maas, der hier mal am lautesten klatscht. Herzlich willkommen an Sie. Nehmen Sie, Herr Kurz, die Bilder, die wir gesehen haben, als einen Erfolg Ihrer Politik, möglicherweise einer nicht nachhaltigen Politik, aber der Politik der Obergrenze, die Sie gewählt haben? Also die Bilder sind furchtbar für jeden, der sie sieht. Ich glaube aber, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, da jetzt den Mazedoniern einen Vorwurf zu machen. Sondern als Erfolg nehmen. Ich wollte es gerade beantworten. Die Bilder sind furchtbar, aber wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es ohne diese Bilder gehen wird. Wir haben leider Gottes aus meiner Sicht, und ich habe im Sommer letzten Jahres schon davor gewarnt, als Europa die falsche Politik gemacht. Wir haben den Flüchtlingen und Migranten nicht nur Schutz geboten, sondern wir haben zugelassen, dass sie weitergewunken werden bis nach Mitteleuropa und sich aussuchen können, dass sie in Österreich, Deutschland oder Schweden ihren Asylantrag stellen. Das hat es natürlich irrsinnig attraktiv gemacht, sich auf den Weg zu machen. Und dadurch sind mehr und mehr gekommen. Und wenn wir jetzt gerade sehen, dass hier Menschen in Griechenland, in einem EU-Land, demonstrieren und teilweise sogar Gewalt gegen die Polizei anwenden, um in ein Nicht-EU-Land, nämlich Mazedonien, weiterzukommen, dann sehen wir ja, dass die Grenzen zwischen der Schutzsuche und der Suche nach einem mir nachvollziehbaren, besseren Leben in Deutschland verschwommen sind. Ich mache den Menschen auch keinen Vorwurf, weil ich würde wahrscheinlich genauso agieren. Und ich würde auch nach Österreich, Deutschland oder Schweden kommen wollen. Ich glaube nur, dass wir als mitteleuropäische Staaten es nicht stemmen werden können, alle Menschen aufzunehmen, die zu uns durchkommen wollen. Und wenn ich nur einen Satz sagen darf... Aber dann hat es doch geklappt. Dann haben Sie jetzt Bilder, die abschrecken. Na, uns geht es nicht um die Bilder, sondern uns geht es darum, dass jemand, der auf der Suche nach Schutz ist, diesen auch in Griechenland vorfindet. Und in Griechenland sind derzeit nicht einmal ein Drittel so viele Flüchtlinge, wie wir in Österreich unterbringen. Wir tun das ohne internationale Hilfe, ohne europäische Hilfe. Wir als Österreicher senden sogar Hilfe nach Griechenland. Morgen wird wahrscheinlich ein 700-Millionen-Euro-Paket für Griechenland beschlossen. Und derzeit sind ein Drittel der Flüchtlinge dort, wie wir in Österreich haben. Und ein letzter Satz nur, weil sozusagen gesagt worden ist, die Bilder und das ist unsere Schuld. Sie werben für die Lösung mit der Türkei. Das tue ich auch. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen in der Türkei, die Flüchtlinge in der Türkei, sich auf einmal freiwillig dazu entscheiden werden, nicht mehr nach Europa weiterzureisen. Das bedeutet, auch in der Türkei wird es notwendig sein, die Menschen mit polizeilichen Maßnahmen zu stoppen. Insofern gibt es zwei Wege, wie wir mit der Flüchtlingsfrage umgehen. Entweder wir winken sie weiter, dann kommen mehr und mehr, oder wir stoppen sie. Und ich halte es nicht für moralisch hochwertiger, Menschen in der Türkei zu stoppen, als sie in Mazedonien oder Griechenland zu stoppen. Die Türkei kennend, glaube ich nicht, dass das dort wesentlich sanfter stattfinden wird. Und zum Zweiten, und das halte ich schon für einen sehr positiven Punkt, morgen wird aller Voraussicht nach genau das beschlossen. Nicht nur eine Lösung mit der Türkei, sondern wenn man sich die Papiere für morgen ansieht, da steht ganz klar drin, die Balkanroute wird geschlossen und die Flüchtlinge sollen in Griechenland versorgt werden. Deutschland wird dem genauso zustimmen wie Österreich und alle anderen Staaten auch. Stimmt das, Herr Maas? Stimmen Sie dem zu? Naja, wichtig ist vor allen Dingen, dass wir eine Lösung mit der Türkei bekommen, die darauf basiert, natürlich, dass die Türkei etwa Flüchtlinge aus Griechenland zurücknimmt. Und dass dann ging aber jetzt um die Balkanroute. Ja, wird Deutschland zustimmen, dass die Balkanroute geschlossen bleibt? Naja, die Balkanroute ist ja faktisch geschlossen. Könnte man jetzt sagen, das akzeptieren wir so nicht? Und Herr die Kanzlerin, sagt das gerade. Die Kanzlerin hat die Woche erst gesagt, das Weiterwinken entlang der Balkanroute muss ein Ende nehmen. Der Ratspräsident Tusk hat gesagt, in Griechenland sollen die Flüchtlinge versorgt werden. Und wenn wir nach Griechenland schauen, und nochmal, ich verstehe die Menschen total, ich würde auch nach Westeuropa durchströmen wollen. Aber es sind hier die Grenzen zwischen der Suche nach Schutz und der Suche nach einem besseren Leben einfach mittlerweile verschwommen. Österreich winkt auch noch Menschen durch. Ich habe das auch immer kritisiert und auch das ist nicht die Lösung. Sie haben auch das die Möglichkeit, es zu ändern. Sie winken über 3000 Menschen durch nach Deutschland. Ja, aber jetzt muss ich Ihnen schon. Jetzt 80 Menschen lediglich jetzt muss ich, sich Asyl jetzt muss ich Ihnen schon stellen. Eine Frage stellen. Nein, der Punkt, wenn wir alle nationale Lösungen treffen, dann wird es mit der Türkei keine Lösung in der Frage geben, ob in Europa Kontingente bestehen und die Türkei auch die Möglichkeit hat, einen Teil der Flüchtlinge, die zu Ihnen kommen und die nicht alle in der Türkei bleiben können, da sind schon 2,5 Millionen, dass die auch in Europa verteilt werden. Wenn jedes Land eine nationale Lösung trifft,
dann brauchen wir keine europäische Lösung mehr. Dann versuchen alle, das Problem national zu lösen. Und wohin das führt, das hat man auf diesen Bildern eben gesehen. Ich muss nur ganz kurz zwei Punkte dazu sagen. Zum Ersten, ich habe mit dem türkischen Außenminister erst heute Nachmittag wieder telefoniert. Für die Türkei macht es überhaupt keinen Unterschied, ob wir in Österreich eine Obergrenze eingeführt haben oder nicht. Das ändert für das Verhältnis Türkei-Europa und für den Deal rein gar nichts. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Zum Zweiten, Österreich hat eine sehr hohe Zahl an Flüchtlingen aufgenommen, nämlich 90.000 pro Kopf, noch mehr als in Deutschland. Mhm. Und ich verstehe nicht genau, wofür wir jetzt kritisiert werden. Wir sind aus Deutschland an einem Tag dafür kritisiert worden, dass wir die Flüchtlinge stoppen. Und am selben Tag sind wir dafür kritisiert worden, dass wir Flüchtlinge nach Deutschland durchlassen. Ich habe unlängst eine deutsche Talkshow gesehen, da ist über die Ösis gescherzt worden. Da ist darüber gescherzt worden, die Ösis haben eine Obergrenze eingeführt. Sie haben Tageskontingente eingeführt und dann ist gelacht worden und gesagt worden, was kommt als nächstes? Stundenkontingente vielleicht. Wenn ich mich ein paar Monate zurückerinnere, das Land, das Stundenkontingente eingeführt hat zu uns, war Deutschland. 6.000 pro Tag, 50 pro Grenzübergang pro Stunde, in einer Zeit, wo bei uns 10.000 bis 15.000 am Tag angekommen sind. Und ich kann es nachvollziehen, weil Deutschland auch überfordert war. Das war die Idee. Frau Göring-Eckardt, auch die Grünen wollen ja, dass die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, reduziert werden. Ist es dann nicht logisch, dass man sie irgendwo auch aufhalten muss, und sei es in Idomeni? Also wir wollen, dass es erstens ein geordnetes Verfahren an der Grenze gibt, eine Registrierung. Europa muss wissen, wer da ist. Welche Grenze? Die europäische Außengrenze. Wir wollen, dass das ist also die griechisch-türkische. In dem Fall. Wir wollen, dass dafür gesorgt wird, dass innerhalb Europas verteilt wird. Da ist es völlig absurd, wenn jetzt jeder anfängt, für sich zu definieren, was meine Obergrenze ist. Und deswegen finde ich, ist das auch, Herr Kurz, eine völlig irrsinnige Idee. Nochmal gefragt, Frau Göring-Eckardt, ja? Warum ist es nicht logisch, dass man an irgendeiner Grenze dann die Menschen aufhalten muss? Es ist deswegen nicht logisch, weil niemand hierher kommt, weil er sich sagt, ich möchte mir mein Leben schön machen, sondern weil die Menschen, die nach Europa kommen, aus Kriegsgebieten kommen, weil sie aus Not sich auf den Weg gemacht haben. Und deswegen werden sie nicht aufzuhalten sein, auch nicht, wenn noch jemand seine Grenze zumacht. Die Bilder, die wir sehen, übrigens, ich finde immer furchtbar davon zu reden, dass die Bilder schrecklich sind. Die Situation der Menschen ist zuerst mal schrecklich und nicht einfach nur die Bilder. Richtig. Und dass die Leute sich auf den Weg machen, dass sich viele Frauen und Kinder auf den Weg machen, weil in Deutschland beschlossen wurde von der Großen Koalition, dass der Familiennachzug aufgehoben wird. Das hat nicht damit zu tun, dass da Bilder sind oder irgendwas anderes, sondern dass sie zu Hause nicht mehr leben können, dass sie in den Flüchtlingslagern nicht mehr anständig versorgt werden und dass sie keine andere Alternative sehen. Und deswegen können wir alles Mögliche machen, aber wir können nicht verhindern, dass sich Menschen auf den Weg machen. Aber Sie wollen doch auch begrenzen, Sie wollen doch auch die Zahl der Flüchtlinge reduzieren, nein? Wir wollen gerne die Fluchtursachen bekämpfen. Wir wollen gerne, dass in den regionalen Flüchtlingsunterkünften, in den Lagern die Situation so ist, dass man sich nicht gezwungenermaßen von Jordanien oder vom Libanon aus auf den Weg machen muss. Aber wir werden nicht verhindern, dass Menschen, die in Not sind, sich auf den Weg machen. Wir werden nicht verhindern, dass jemand, der in Aleppo ausgebombt wurde, sich auf den Weg zur Türkei macht. Das ist eine völlig absurde Vorstellung. Und deswegen haben wir eine humanitäre Verpflichtung. Wir haben Verpflichtungen nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nach unserem Grundgesetz. Und wir haben im Moment eine echte Bewährungsprobe für Europa. Wenn jedes Land anfängt, sich national zu überlegen, was für sie das Beste wäre, dann haben wir in Europa verloren. Und diese Bewährungsprobe, vor der wir jetzt stehen, ist Europa nur ein Europa, was sich die wirtschaftlichen Stärken teilt und wo man nimmt, was man kriegen kann? Oder ist Europa eine Gemeinschaft, die auch sagt, wenn es schwierig wird, dann stehen wir zusammen und machen das, was uns alle gemeinsam dann stärker macht und nicht jedes einzelne Land? Sie wollen auch begrenzen, Herr Sulik. Sie sagen für Ihr Land, für die Slowakei, am besten wäre es, wenn in Zahlen null Flüchtlinge dort ankämen. Finden Sie es dann in Konsequenz auch richtig, dass mit Tränengas auf Flüchtlinge geschossen wird? Ja, ja, wenn Sie jetzt die Grenze da einstürzen wollen, müssen doch die Polizisten handeln. Ja? Dazu sind ja die Grenzen da, dass sie geschützt werden. Und die Flüchtlinge sollten akzeptieren, dass es da eine Grenze gibt. Und wenn sie das nicht akzeptieren, müssen doch die Polizisten handeln. Und handeln meint auch, dann muss man schießen, wie am Montag geschehen in Idomeni. Habe ich ja nicht gesagt, dass man schießen muss. Man muss ja nicht gleich umbringen, aber man muss doch Gewalt anwenden,
damit man die Grenze beschützt. Ich möchte zuerst sagen, dass ich allem zustimme, was Herr Kurz gesagt hat, weil das gibt ja Sinn. Und Herr Maas, wenn Sie sagen, man muss die türkische Außengrenze sichern, dann dieselben Bilder, Sie verschieben die nur noch von der mazedonisch-griechischen zur griechisch-türkischen Grenze. Es werden genau dieselben Bilder kommen, nur ein paar hundert Kilometer weiter östlich. Und vielleicht ohne Fernsehkameras. Nee. Ja, es ist anders, doch, und das wissen Sie auch. Der UNHCR betreibt in der Türkei Flüchtlingslager. Und dafür gibt es viel Geld. Und dafür werden auch 3 Milliarden Euro jetzt noch einmal zur Verfügung gestellt. Vielleicht reden wir mal nicht nur über den Schutz von Grenzen, sondern auch über den Schutz von Menschen. Weil am Ende, egal wo man zumacht und dicht macht, heißt es immer, dass dort Menschenleben gefährdet sind. Naja, und mir ist ziemlich egal, wo das stattfindet. Ich will das überall verhindern. Wir könnten vielleicht über den Schutz der Europäer reden. Das wäre ja vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber noch eine Sache. Vor was oder vor wem? Vor wem müssen denn die Europäer geschützt werden? Vielleicht feiern Sie das nächste Mal Silvester in Köln und dann werden Sie das nicht mehr fragen. Das ist ja wirklich absurd. Ja, was ist denn daran absurd? Was ist daran absurd? Also wenn Europa vor was geschützt werden muss, dann vor Rechtspopulisten. Und weil ja die Eingangsfrage war, ist Europa noch zu retten, würde ich mal sagen, ich glaube nicht, dass diese EU gerade an den Menschen, die in Not hierher kommt, scheitert, sondern sie scheitert, weil entweder Rechtspopulisten in der Regierung sind oder demokratische Parteien sich von Rechtspopulisten treiben lassen. Das ist die wahre Gefahr für Europa. Was wäre denn Ihre Alternative, Frau Kipping? Alle Flüchtlinge durchzulassen? Ich finde erstens ganz nüchtern, wenn man die Zahl der Menschen, die hier ankommt, reduzieren möchte, dann gibt es zwei Wege. Der eine heißt, man setzt bei den Fluchtursachen an. Da gibt es Maßnahmen, die man kurzfristig machen kann, wie endlich viel Geld in die UNHCR-Camps stecken. Gibt die Slowakei beispielsweise gar nichts dazu. Oder aber auch sehr grundsätzlich die Handlungspolitik. Sie beteiligt sich mehr am Welternährungsprogramm, egal. Aber man kann rangehen an die Fluchtursachen, kurzfristige Maßnahmen, wie die Camps besser ausstatten. Wollen wir kurz klären, die Slowakei beteiligt sich schon an Zahlungen für Flüchtlingslager. Aber nicht am Welternährungsprogramm. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau, aber ich weiß ganz genau, dass wir uns an diesen 3 Milliarden für die Türkei beteiligen. Also ich bin schon dafür, dass Die 3 Milliarden für die Türkei, darüber würde ich auch gerne reden. Darf ich mal den Satz zu Ende sprechen? Ja? Ich bin schon dafür, ich danach mein Argument ausführen darf? Jetzt lassen Sie mich doch bitte zu Ende reden. Argument gegen Satz. Ich bin schon dafür, dass... Ja, genau, das ist ein guter Deal. Aber tatsächlich. Ich bin dafür, dass man... Ist ja schon verletzt. Ist auch noch Sie, ja. Also nochmal. Ich bin dafür, dass man den Menschen hilft. Aber man kann es ja dort machen. Und da hat eben auch die Slowakei zugestimmt, dass wir uns an diesen 3 Milliarden beteiligen. Die Italiener waren ja dagegen, nicht wir. Ja? Frau Kipping. Also, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt an den Fluchtursachen, den UNHCR-Camps. Man muss aber auch ganz grundsätzlich rangehen, indem man zum Beispiel die Handelspolitik verändert und Menschen nicht zum Beispiel in anderen Ländern die Lebensgrundlage entzieht. Oder aber man setzt auf ein Abschottungsgrenzregime, was am Ende darauf basiert, dass Menschen draußen sterben. Und die Menschen, die sich heute auf die Flucht begeben, begeben sich ja schon auf Lebensgefahr. Diese Gefahr nehmen sie doch in Kauf, weil der Leidensdruck in ihrer Heimat so groß ist. Und ich finde, sozusagen, das Ziel kann nicht einfach sein, eine Zahl zu verhindern zum Preis von Menschenleben. Und ich finde, wenn man jetzt sozusagen die Menschen, die hier ankommen, wie geht man mit denen innerhalb von Europa um? Es braucht in der Tat eine europaweite solidarische Lösung. Mein Vorschlag lautet, dass man auf EU-Ebene eine Anleihe aufnimmt, um in Ländern, die überproportional viele Geflüchtete aufnehmen, ein Investitionsprogramm zu machen. Anstatt in Mauern zu investieren, sollte man lieber überall in öffentliche Infrastruktur, in Straßen, in Bus und Bahn, in Krankenhäuser und Schulen investieren. Das gibt Wachstumsimpulse in den Ländern, die Geflüchtete aufnehmen, schafft dort mehr Arbeitsplätze und befördert außerdem Solidarität. Aber noch mal nachgefragt, Sie sind dann dafür, Frau Kipping, dass man tatsächlich alle Flüchtlinge weiterhin durchlässt, in das jeweilige Zielland, in das sie wollen, etwa auch nach Deutschland? Ich bin dagegen, Menschen sterben zu lassen. Und allein heute ist wieder in der Ägäis ein Boot untergegangen, wo 25 Menschen ertrunken sind, darunter 10 Kinder. Ich finde, das sind 25 ertrunkene Menschen zu viel. Nochmal die Frage, Sie sind dafür, dass alle nach Deutschland kommen? Ich bin dafür, dass wir die Genfer Flüchtlingskonvention und das Grundgesetz einhalten. Sagen Sie doch einfach mal ja oder nein, das ist doch eine einfache Frage. Ja, das ist doch aber die Antwort darauf. Das Grundgesetz, finde ich, gibt keine andere Antwort. Alle sind 60 Millionen. Darf ich bitte kurz reagieren? Natürlich. Spanien. Sie wollen doch gar nicht alle herkommen. Viele wären dankbar, gesagt, wenn sie in ihrer Heimat bleiben können. Man muss natürlich den Menschen, es geht auch um ein Recht zu bleiben. Ich bin auf Ihrer Seite, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Da müssen wir uns anstrengen. Ja, das ist die Lösung. Ich würde kurz eben auf die toten Menschen zurückkommen. Spanien hat die südliche Grenze
am Süden, die haben sie richtig gesichert, abgeschottet, wie sie sagen würden. Letztes Jahr hat es, ich weiß nicht, 11 Tote gegeben. Aber an der südöstlichen Grenze, wo es eben keine Abschottung gibt, wo man die Leute sozusagen über diese Pull-Effekte einlädt nach Deutschland, gab es 2900 Natürlich Tote. Ist doch da absurd. Die haben sich einen anderen Weg gesucht. Und das ist genau das, was auch passieren wird. Immer dort, wo wir eine Grenze zumachen, wenn man die Grenze abschotten würde, die kommen Menschen, die nicht und ertrinken im Endeffekt viel weniger Menschen. Das wissen Sie auch, Herr Bitte, warum denn? In Spanien funktioniert das doch. Weil die Menschen nicht mehr da lang gehen, sondern woanders lang. Eben, und das werden sie dann später auch Europa muss sich schützen. Noch andere Wege suchen. Europa muss sich beschützen. Herr Sulik, vielleicht müssen wir uns vor Rechtspopulisten schützen und auch vor Rechten und vor Rassisten. Aber wir müssen uns nicht vor den Kindern, die da in Idomeni sind, schützen. Das ist doch eine völlig absurde Idee. Was haben Sie eigentlich für ein Menschenbild? Jemand, der sich als Frau, als Kind, als Vater, als Mutter auf den Weg macht. Sie wollen 60 Millionen Menschen beherbergen. Sind ja gar nicht Herr Sulik, das klappt vielleicht bei Ihnen zu Hause, aber 60 Millionen sind weltweit auf der Flucht. Die meisten sind in ihren eigenen Heimatländern auf der Flucht. Die jetzt zu uns kommen, sind diejenigen vor allen Dingen, das ist die größte Zahl, die in Syrien aus dem Krieg fliehen. Da werden Sie doch nicht sagen können, bitte bleibt dort, wo ihr seid. Ja, klar kann man versuchen, alles dafür zu tun, dass es einen Waffenstillstand gibt und so weiter. Aber Sie werden nicht verhindern können, dass diese Menschen aus der größten Not hierher kommen. Und das macht Europa aus, dass das geht. Das macht Europa aus, dass wir solidarisch sind und menschlich. In einem anderen Europa will ich jedenfalls nicht leben. Solidarisch, menschlich. Das sind hochstehende Werte, die da zum Ausdruck kommen. Und in dem Zusammenhang ist uns ein Satz die Woche aufgefallen, den Sie eben auch schon mal wieder gesagt haben, Herr Kurz. Haben Sie ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben und haben da über Moral nachgedacht. Es ist moralisch nicht hochwertiger, wenn die Flüchtlinge in der Türkei aufgehalten werden, als wenn man sie in Griechenland oder in Mazedonien aufhält. Für die Flüchtlinge bedeutet es das Gleiche, nämlich, dass sie nicht nach Mitteleuropa durchkommen. Ist es, Herr Maas, moralisch hochwertige Flüchtlinge außerhalb Europas abzufangen und daran zu hindern, dass sie zu uns kommen? Wir müssen irgendwo eine Entscheidung treffen, wer zu uns kommen kann und wer nicht. Es gibt Menschen, die nach den Rechten, die wir haben, etwa Asyl beantragen können. Und es gibt Menschen, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Kriegsflüchtlinge anerkannt werden. Diese können zu uns kommen. Diejenigen, die diese können Sie aber nicht mehr, wenn die Türkei das verhindert. Und das ist ja der Plan. Es geht nicht darum, dass die Türkei das verhindert. Nein, nein. Nicht? Es geht darum, dass sie auch solche Anträge stellen können, dass sie in Europa verteilt werden, dass möglichst viele europäische Staaten bereit sind, Kontingente zu übernehmen, dass wir einen geordneten Zustrom bekommen. Aber es und dazu wird gehört auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die Türkei soll die Seegrenze sichern. Genau. Ja, und soll dann, wenn dort jemand über die Grenze will, sie wieder zurückbringen in die Türkei, Flüchtlinge. Sie sollen zurückgeholt werden. Sie sollen gehindert werden daran, nach Europa zu kommen. Deshalb nochmal die Frage, ist das moralisch hochwertiger? Nein, als eine Grenze an der griechisch-mazedonischen Grenze hochzuziehen und zu sichern. Es wird eine Außengrenze der EU geben müssen, an der Entscheidungen getroffen werden, wer zu uns kommen kann und wer nicht. Und die Türkei ist ein wichtiger Partner für uns. Die Türkei muss bereit sein, Menschen, die nach Griechenland kommen, auch wieder zurückzunehmen. Die Türkei schafft Erleichterungen, es gibt Arbeitserlaubnisse dort. Aber nicht dann, wenn Sie nach Syrien ausweisen, oder Herr Maas? Man kann es sich auch ganz einfach machen, Frau Göring-Eckardt. Wenn man sagt, man will Fluchtursachen bekämpfen, dann muss man auch sagen, ja, man will Fluchtursachen bekämpfen, dass weniger Flüchtlinge herkommen, weil sie nicht auf die Flucht sollen müssen. Das ist auch, finde ich, gar nicht so schwierig. Und worum es jetzt geht, ist einen geordneten Prozess zu haben. Mhm. Es muss irgendwo entschieden werden, wer kommen kann und wer nicht kommen kann. Wenn alle kommen könnten, dann wird das bedeuten, dass diejenigen, die politisch verfolgt werden oder die aus einer Bürgerkriegsregion kommen, immer größere Probleme haben werden, irgendwo nach Europa zu kommen. Und in Europa wird es nur eine Lösung geben, wenn die Lösung auf europäischer Ebene getroffen wird. Europa ist anscheinend immer in der Lage, sich zu einigen. Nach der Finanzkrise bei der Bankenrettung, man hat sich geeinigt. Wenn es um den Euro ging, man hat sich immer irgendwann geeinigt. Als es um die Griechenlandhilfen ging, hat ein bisschen gedauert, aber man hat sich auch geeinigt. Was hat das alles gemeinsam? Es ging immer ums Geld. Und jetzt geht es um humanitäre Verantwortung. Und wenn die EU das nicht schafft, ist das ein Armutszeugnis für die Europäische Union.
dann ist sie nämlich keine politische Union, sondern dann ist sie nur noch ein Wirtschaftsklub. Und das ist der Anfang vom Ende der Europäischen Union. Sitzt Deutschland Ihrer Meinung nach auf einem, sagen wir mal, moralisch zu hohen Ross? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es ja ganz viele Gemeinsamkeiten mit Deutschland gibt. Und ich bin auch überhaupt nicht so pessimistisch. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass es am Ende des Tages die europäische Lösung gibt. Aber die europäische Lösung wird, so wie es wahrscheinlich auch morgen beschlossen wird, ein Ende des Weiterwinkens bedeuten. Und ich unterstütze die Kanzlerin, die ich extrem schätze, dafür, dass sie auch den Deal mit der Türkei zustande bringt. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel drin ist in der Kooperation mit der Türkei. Aber wir dürfen uns als Europa ja nicht voll und ganz der Türkei ausliefern. Und auch wenn weniger Menschen nach Europa kommen, weil die Türkei sie stoppt, wird es ja nicht hoffentlich so weitergehen, dass sich die Menschen zu Fuß auf den Weg machen bis nach Mitteleuropa oder mit Bussen direkt von Griechenland bis nach Deutschland transportiert werden. Also insofern, ich verstehe nicht, warum krampfhaft versucht wird, hier die Schließung der Westbalkangrenzen zu kritisieren, weil das der Teil ist, den wir in Europa unabhängig von der Türkei alleine zustande bringen müssen. Und Sie haben vorher gesagt, Europa hat alle Krisen gelöst, wir werden auch diese Krise lösen. Nur ich war im letzten Jahr bei unzähligen Sitzungen dabei. Es ist entweder nichts rausgekommen oder wenn etwas rausgekommen ist, ist es nachher nicht umgesetzt worden. Und Sie haben vorher zu Recht die Finanzkrise mit Griechenland angesprochen. Damals hat Deutschland eine gute Arbeit geleistet, indem es auch einen gewissen Druck auf Griechenland gegeben hat. Und genau das haben wir mit der Westbalkankonferenz auch ausgelöst. Griechenland, zu der Griechenland nicht eingeladen ja, haben, aber Griechenland, Griechenland war bis jetzt in der extrem komfortablen Situation, dass kein Flüchtling länger als 24 Stunden in Griechenland gewesen ist. Und wozu hat es geführt? Dass wir als gesamte Europäische Union nicht imstande waren, auch nur 50.000 Quartiere in Griechenland zu schaffen, so wie es eigentlich der Plan war. Und jetzt, seit unserer Konferenz, gibt es auf einmal eine extreme Dynamik innerhalb der Europäischen Union, weil auf einmal die Griechen Hilfe, finanzielle und personelle, bekommen werden. Aber die Griechen haben auch Druck gebraucht, dass sie diese Hilfe annehmen. Und jetzt gibt es endlich eine Bewegung in der Europäischen Union. Also Ihre europäische Lösung bedeutet Tränengas und Schießbefehl gegen Menschen in Not, muss man mal sagen. Meine europäische Lösung bedeutet ein Ende des Weiterwinkens der Flüchtlinge bis nach Mitteleuropa, weil ich zu 100% der Auffassung bin, dass wir Schutzbedürftigen Schutz bieten müssen. Aber Schutz bedeutet nicht automatisch, sich das Recht zu haben, sich auszusuchen, in welches Land in Europa man möchte. Und wenn wir es ehrlich meinen, dann sollten wir auch nicht nur die Menschen aufnehmen, die gerade in Europa ankommen, im letzten Jahr nämlich vor allem junge Männer, und auf die Frauen und Kinder und Verfolgten und Verwundeten in der Region vergessen. Also ich glaube, wir haben es uns schon auch als Europa leicht gemacht. Wir waren solidarisch gegenüber denjenigen, die gerade angekommen sind. Und die weit genug weggelitten haben, die haben uns nicht interessiert. Aber Frau Kipping, man kann die Position, die der Kollege aus Österreich vertritt, durchaus anders bewerten. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass sie hier eine Politik des Schießbefehls und des Tränengases vertritt. Aber darauf läuft es hinaus. Nein, das machen andere, aber das macht Österreich nicht. Das muss man schon mal klar sagen. Aber Frau Göring-Eckardt, Sie wollten einhaken bei der... bei dem Europabild, also was nicht geht, ist zu sagen, ich will eine europäische Lösung und das 20 Mal zu sagen und gleichzeitig zu sagen, es geht nicht mehr um eine Politik des Durchwinkens, aber nicht darüber zu reden, wie es denn gehen soll. Das kann und ich gehen sagen. Wird es nicht, darf ich vielleicht einen Vorschlag machen, Herr Kurz, gehen wird es nicht, wenn man sagt, jeder legt seine eigene Obergrenze fest. Gehen wird es übrigens auch nicht, wenn man sagt, Durchwinken geht nicht mehr, aber die Alternative, nämlich Kontingente einzuführen, dafür zu sorgen, dass Menschen nach Europa kommen können und die europäischen Länder Ja sagen zu ihnen. Ich halte übrigens auch nichts davon, jemanden mit Zwang in das eine oder andere Land zu schicken, sondern mal danach zu gucken, wo ist eigentlich schon eine Familie, wo sind eigentlich schon Freunde. Dann werden die nämlich auch integriert werden können. Und wir sollten auch nicht so tun, als ob wir hier überflutet werden. Also wir reden mal über die Zahlen, um die es da geht. Wenn man sich das anschaut, was im letzten Jahr war, wenn man sich anschaut, um welche Zahlen es jetzt geht, das ist für Europa natürlich machbar, aber es muss geordnet sein.
Und dann muss jedes Land sagen, wir sind bereit für Kontingente, wir sind bereit, unsere Verpflichtung auch zu erfüllen. Aber Entschuldigung, Sie haben das im letzten Kennen Sie die österreichischen Zahlen? Ja, wir haben 90.000 Menschen aufgenommen, die zweithöchste Zahl nach Schweden. Ich weiß. Und ich habe Ihnen nie widersprochen, dass es sinnvoll ist, auch Menschen aufzunehmen. Ich sage nur, im Moment gilt das Recht des Stärkeren und dessen, der sich den Schlepper leisten kann. Und das ist ein falsches System. Was im Moment gilt, ist, dass Sie dicht gemacht haben. Und das ist das Problem. Wir nehmen auch in diesem Jahr... Statt auf der anderen Seite zu sagen, wir setzen uns jetzt dafür ein, dass es wirklich Kontingente gibt. Wann haben wir uns dagegen ausgesprochen als Österreich? Wir haben letztes Jahr 90.000 Menschen aufgenommen. Wir nehmen dieses Jahr 37.500 Menschen auf. Dass sie so unhöflich sind, wusste ich gar nicht. Das ist nicht unhöflich, aber ich versuche nur die Zahlen ins rechte Licht zu rücken. Wir nehmen 37.500 Menschen heuer noch auf. Das ist eine wesentlich höhere Zahl als alle anderen europäischen Staaten. Das ist ja das Problem. Das ist die Zahl, die Sie festgelegt haben. Und so funktioniert gemeinsame Politik nicht. Gemeinsame Politik funktioniert dann, wenn man sagt, was sind die Kontingente für wen, wie viel Prozent nehmen wir gemeinsam auf und was bedeutet das für die einzelnen Länder? Und die legen Sie als Deutsche fest. Nein, die legen gerade nicht als Deutsche fest, nein, das macht eben nicht Frau Merkel, sondern dann ist Europa am Ende. Wenn jeder für sich festlegt, was er macht, oder einer sagt, wir legen es fest, wenn Sie sagen null, dann ist natürlich auch vorbei. Also das ist aber völlig klar. Aber lassen Sie uns doch mal drauf gucken, was möglicherweise morgen beschlossen wird. Denn das wurde ja hier schon verschiedentlich angedeutet. Sie, Herr Kurz, scheinen die Beschlussvorlage zu... Komisch. Was? Also, dass jetzt empfinde ich Sie auch als unhöflich, Frau Göring-Eckert. Darf ich das sagen? Dass man heute so tut, als ob das, was heute auf dem Papier steht, morgen am Ende rauskommt, das fände ich auch sehr eigentümlich. Ja. Weil es soll ja verhandelt werden darüber. Da wollte ich drauf kommen, weil die Bild behauptet, eine Beschlussvorlage zu kennen. Sie sind sicherlich besser informiert, Herr Kurz. Und nach dieser Beschlussvorlage, die es für den Gipfel geben soll, über die natürlich noch verhandelt wird, und die bleibt dann sicherlich nicht, wie sie ist, aber da steht dann drin, dass die Balkanroute geschlossen bleibt. Soll. Ist das so? Das ist der derzeitige Vorschlag und das ist ja auch von der Kanzlerin die Woche ausgesprochen worden, die gesagt haben, die Kanzlerin hat gesagt, das Weiterwinken muss beendet werden. Und das Weiterwinken. Das deuten Sie so. Das Weiterwinken. Auch gleichzeitig meint, die Balkanroute soll zubleiben. Wie soll man das sonst deuten? Das Weiterwinken findet entlang der Balkanroute statt. Ich glaube, was sich die Aber Menschen. Halten. Ich will das klären, Herr Maas. Wie sind Ihre Informationen? Wird das morgen beschlossen werden? Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was dort diskutiert wird und was am Ende der Diskussion stehen wird. Die Kanzlerin hat gesagt, dass wir schnell wieder zu Schengen zurückkommen, das heißt zu offenen Grenzen innerhalb Europas. Das setzt voraus, dass wir für die Außengrenzen eine Lösung brauchen, auch mit der Türkei. Darum wird es morgen gehen. Und das wird auch darauf hinausführen, dass man irgendwann darüber reden muss, dass auch Dublin wieder gilt. Das heißt, dass dort, wo jemand ankommt, auch geprüft wird, ob er einen Antrag stellen kann. Das ist in Griechenland. Und wenn das, ja, genau. Und wenn das in Griechenland ist, und darüber wird morgen auch geredet, das ist einer der drei wichtigen Punkte, dann muss Griechenland, die Griechen müssen auch ihren Teil dazu beitragen. Das ist in der letzten Zeit etwas langsam gegangen, aber es scheint ja jetzt sich zu entwickeln. Die werden es aber nicht alleine schultern können. Sie übernehmen eine Aufgabe für Gesamteuropa. Dafür muss Gesamteuropa dann auch finanziell unterstützen. Wir haben in Europa für alles eine Gemeinschaftsaufgabe. Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz und was es alles gibt. Aber keine Gemeinschaftsaufgabe Migration. Das drängendste Problem, das Europa zurzeit hat. Und dafür werden morgen auch Hilfen für Griechenland beschlossen werden. Fänden Sie es gut, Herr Sulik, dass die Slowakei zustimmte? Und Sie haben gestern da gar nicht schlecht abgeschnitten bei der Wahl, die stattgefunden hat. Sind jetzt zweitstärkste Kraft im Land, schaffen es möglicherweise mit Partnern in die Regierung. Wären Sie dafür, dass die Slowakei sagt, ja, Balkanroute soll geschlossen bleiben, das ist schon mal ein erster guter Schritt. Und danach können wir auch noch über die europäisch-türkische Lösung, die hier verschiedentlich angesprochen worden ist, nachdenken? Ja, irgendwo dort muss ja die Lösung stattfinden. Nicht hier, sondern eben dort. Dort kann man auch den Menschen, ja, entweder an der mazedonisch-griechischen Grenze oder türkisch-griechischen. Es ist ja aus unserer Sicht egal, welche Grenze geschlossen wird. Mhm. Aber Herr Maas, wenn Sie sagen, es muss eine Lösung gefunden werden, dann sind das nur schönere Worte für das Schließen der Grenze. Also jetzt reden wir doch mal Klartext. Die Grenze muss geschlossen werden. Und man soll den Menschen helfen, soll man das dort machen. Und das ist die Politik, die auch Herr Kurz vielleicht mit anderen Worten beschreibt. Und das ist die Politik, wo auch die Slowakei dabei ist. Und nicht nur die Slowakei, sondern eben die ganzen vier Visegrad-Länder, die sich eben zusammengetan haben, weil,
Europa hier kläglich versagt. Es gab ja im Dezember ein Gipfel, dann im Januar, dann im Februar. Dreimal wurde nichts beschlossen. Europa ist eine Vertragsgemeinschaft. Und wenn die Verträge nicht eingehalten werden, und die werden regelmäßig nicht eingehalten, dann muss man sich nicht wundern, dass es keine europäische Lösung gibt. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass einzelne Staaten, die eben direkt davon betroffen sind, Österreich zum Beispiel, handeln. Das ist einfach eine zwingende Logik, dass diese Staaten handeln. Dass Herr Faymann, der österreichische Kanzler, seine Meinung ändert, weil er keine andere Möglichkeit hat. Ich will auf den Türkei-Deal mal schauen, den wir jetzt schon angesprochen haben, dass man sich vielleicht noch mal vor Augen hält, wie der ginge und was der Preis wäre. Die Bewältigung der Flüchtlingskrise ohne die Türkei nicht zu machen. So könnte eine europäisch-türkische Vereinbarung aussehen. Die Türkei soll den Grenzschutz verbessern, stärker gegen Schleuser vorgehen und nicht schutzbedürftige Migranten aus Europa zurücknehmen. Die EU zahlt 3 Milliarden Euro, um die Lebensverhältnisse der Flüchtlinge in der Türkei zu verbessern. Verpflichtet sich, Flüchtlingskontingente aus der Türkei aufzunehmen und verspricht, die Beitrittsverhandlungen zur EU voranzutreiben und Visafreiheit zu gewährleisten. Präsident Recep Tayyip Erdogan weiß um seine Verhandlungsposition, drohte offenbar schon im November in einem internen Gespräch mit der EU: Wir können die Tore nach Griechenland und Bulgarien jederzeit öffnen und die Flüchtlinge in Busse setzen. Ist es, Frau Kipping, ein verantwortbarer, ein hinnehmbarer Preis, sich von Erdogans Türkei abhängig zu machen? Nein, der Preis ist viel zu hoch. Also natürlich muss man sich mit der türkischen Regierung verständigen. Da haben sie keine Wahl. Aber die deutsche Bundesregierung hätte sehr wohl eine Wahl, wie sie mit der türkischen Regierung spricht. Und ich will das an zwei Beispielen verdeutlichen. Die türkische Regierung führt Krieg gegen die eigene Bevölkerung, gegenüber die kurdische Bevölkerung. Es gibt mehrere Städte, wo es seit Tagen, teilweise seit 90 Tagen eine Ausgangssperre gibt, und zwar 24 Stunden am Tag. Das heißt, Kinder können nicht in die Schule gehen, Menschen können nicht Lebensmittel einkaufen, und wer trotzdem aus dem Haus geht, zum Beispiel, weil er nichts mehr zu essen zu Hause hat, läuft Gefahr, erschossen zu werden. Mein Co-Vorsitzender Bernd Rixinger war in einer dieser Städte und hat in Diyarbakir und hat dort berichtet bekommen von dieser Altstadt, die wirklich seit 90 Tagen unter Ausgangssperre steht, und da sind Menschen erschossen worden, Jugendliche auf der Straße, und die Mütter sitzen in den Häusern fest und können nicht mal raus, um ihre eigenen Kinder zu beerdigen. An dem Tag, wo Tusk in der Türkei war, um den Gipfel vorzubereiten, da ist die türkische Polizei in die Redaktionsräume mit Tränengas der größten türkischen Zeitung, und es ist keine besonders linke Zeitung, eine ganz normale, eher konservative Tageszeitung gewesen, gestürmt. Dort sind 30 Journalisten zurzeit in Haft. Also in diesem Land passieren schlimme Dinge, wirklich autoritär. Und ich finde, wenn man schon als deutsche Bundesregierung dort das Gespräch sucht, dann sollte man das auf eine Art und Weise machen, dass man den Menschen in der Türkei, die sich noch für Demokratie stark machen, auch ermuntert. Warum war denn beispielsweise aus Ihrer Partei nicht mal einer in den kurdischen Gebieten, die gerade entsprechend von der türkischen Regierung beschossen werden? Warum hat sich nicht einer mal hingestellt und gesagt, natürlich ist Demokratie ein wichtiger Wert in einem Land, wo jemand, der einfach nur twittert, der Präsident wird immer autoritärer, bereits eine Klage wegen Beleidigung an Hals bekommt, und Teile der Regierung stellen sich hin und sagen, wir sollen jetzt mal nicht hier den Wächter über die Menschenrechte spielen. Ich finde, das geht so nicht. Sie haben hier eine Verantwortung für Demokratie und Menschenrechte. Und wenn Sie schon einen Deal suchen mit der Türkei, darf das nicht zum Nulltarif, Menschenrechte darf es nicht zum Nulltarif vertauscht werden. Da haben Sie vollkommen recht. Aber ehrlich gesagt, genau das tun wir auch. Ich selber rede mit meinem türkischen Kollegen, sowohl der für Justiz zuständig ist, der auch für Europa zuständig ist, über genau die Themen, über das Kurdenproblem, über die Weiterentwicklung und die Unabhängigkeit der Justiz. Und natürlich ist das auch nicht in Ordnung, was gerade jetzt aktuell geschehen ist, wenn es darum geht, unbequeme Berichterstattungen zu unterdrücken. Das ist mit der Pressefreiheit, wie wir sie kennen, nicht vereinbar und ist auch zu kritisieren. Schön, wenn so ein Signal. Aber schauen wir nochmal auf die türkische Gesellschaft. Aber wissen Sie, das ist kein Grund,
Und das suggerieren Sie ja jetzt, mit der Türkei nicht mehr zu reden. Aber erwarten wir müssen Sie genau, von einem Staat, nein, wir müssen, der so vorgeht gegen seine Menschen, wie wir es da gesehen haben, jetzt als die Oppositions-, als die Zeitung Zaman geschlossen wurde, als Demonstranten, auch Leser mit Tränengas beschossen wurden. Erwarten Sie von einem solchen Land, dass es Flüchtlinge gut behandelt? Naja, also wenn ich mir anschaue, dass es in Deutschland Gerichtsentscheidungen gibt, nach denen wir Flüchtlinge nach Griechenland nicht mehr zurückführen können, weil sie dort nicht ausreichend gut behandelt werden, dann stellt sich das Problem nicht nur in der Türkei, sondern auch in anderen Staaten. Wir wissen, was heißt dass, wir wissen, das heißt doch, wir dann, wissen, man kann mit der Türkei nicht handelseinig werden. Wir wissen, dass die Unterkünfte, die Flüchtlingsunterkünfte in der Türkei teilweise besser ausgestattet sind in anderen europäischen Ländern. Das ist bei der medizinischen Versorgung, dass es selbst bei Schulen für die Kinder Angebote gibt, die es nicht überall gibt. Und dass mit dem Geld, das über den UNHCR zur Verfügung gestellt wird, genau dort jetzt investiert werden soll. Nur mal, ich finde es falsch, weil es die Probleme in der Türkei gibt, mit der Türkei nicht mehr zu reden oder nicht mehr zu verhandeln. Welche Signale senden genau, Sie an muss die türkische ansprechen. Bevölkerung? Sagen und Sie, ich ach, das spreche ist es egal? An und die Kollegen in der Bundesregierung sprechen es mit ihren Kollegen in der Türkei auch an. Wenn die Beitrittsverhandlungen sich mit Erdogan getroffen hat. Nicht übereinander, dann versteht man gar nichts. Wenn die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu einem Erfolg führen wollen, das ist das oberste Interesse der Türkei, wird die Türkei auch liefern müssen. Bei den Themen unabhängige Justiz, bei den Themen Pressefreiheit. Die Türkei tut sich selber damit keinen Gefallen. Und genau deshalb müssen wir mit ihnen weiterreden. Und dass wir, wenn es um humanitäre Verantwortung in der Flüchtlingsfrage geht, die Türkei brauchen, bestreitet niemand. Und deshalb müssen wir auch aus unserer eigenen humanitären Verantwortung diese Gespräche fortführen und auch die unbequemen Dinge dort ansprechen. Das ist Diplomatie, aber aufzuhören zu reden, ist das Falscheste, was man machen kann. Aber könnte es sein, Herr Maas, dass Sie sich erpressbar machen von der Türkei? Wenn wir noch mal uns erinnern an den letzten Satz der Mats, die wir gerade eingespielt haben, da haben wir ein Zitat von Präsident Erdogan gezeigt, der sagt, wir können die Tore nach Griechenland und Bulgarien jederzeit wieder öffnen und die Flüchtlinge in Busse setzen. Das hat er in einem Gespräch gesagt zwischen ihm, Herrn Juncker, dem Kommissionspräsidenten und Herrn Tusk, dem Ratspräsidenten. Das war eigentlich unter dreien, aber später hat er in der Rede selber davon erzählt. Das zeigt ja, er hat alles in der Hand, Erdogan. Er könnte die Grenze einfach wieder öffnen, wenn irgendwas nicht so klappt, wie er sich das vorgestellt hat. Nochmal, aber also machen Sie sich erpressbar. Erpressbar würde man sich machen, wenn man alles tut, was von einem verlangt wird. Das tun wir aber nicht. Wir reden auch über die kritischen Fragen, die in der Türkei zurzeit angesprochen werden müssen. Aber wir wollen auch eine Lösung für das Migrationsproblem, das wir in Europa haben. Dafür brauchen wir die Türkei. Dass die Türkei ihre Trümpfe in diesen Diskussionen ausspielt, glauben Sie, das machen andere europäische Staaten nicht, vielleicht in einer etwas anderen Form. Aber das kann nicht dazu führen, dass man deshalb sich hinstellt, wir sind jetzt erpressbar. Wir sind nicht erpressbar und schon gar nicht, wenn es um Menschenrechte geht. Fühlt sich das zum Teil, Sie sind Außenminister, Herr Kurz, Sie kennen solche Gespräche als ein nicht zu überwindendes Dilemma an, dass man sich mit einem Partner einlässt, den man ja aus bestimmten Gründen auch nicht, bislang nicht als vollwertiges Mitglied der Europäischen Union wollte. Nein, also ich glaube, darum setzen wir auch die Maßnahmen, die wir gesetzt haben entlang der Westbalkanroute, weil je besser wir in Europa sind, die Krise als Europäische Union gemeinsam innerhalb Europas zu lösen, desto weniger sind wir erpressbar. Und dann wird auch der Deal mit der Türkei nur eine von mehreren Maßnahmen und nicht die einzige. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist von Ihnen, Frau Kipping, der Vorwurf an die deutsche Regierung. Also ich erlebe die Kanzlerin Merkel als eine, die sich weltweit immer sehr konsequent für unser europäisches Menschenbild und auch für unsere Grundwerte einsetzt. Und ich erlebe den Frank-Walter Steinmeier nicht nur als einen der besten Außenminister weltweit, sondern als einen, der immer ganz besonders entschlossen für Menschenrechte in der Türkei und in anderen Staaten dieser Welt eintritt. Also ich verstehe den Vorwurf nicht wirklich. Ich glaube aber auch, und da bin ich sehr wohl auch der Meinung, die auch teilweise jetzt angesprochen worden ist, dass es natürlich notwendig ist, dass wir auch in Europa handeln. Sonst sind wir am Ende des Tages erpressbar. Und was wir einfach uns ein für alle Mal auch klar machen müssen, ist, dass die Masse der Flüchtlinge sich ja auf den Weg macht, um hier in Mitteleuropa ein besseres Leben vorzufinden. Das heißt, es liegt schon auch an uns, wie viele Flüchtlinge wir denn überhaupt anziehen,
dass sie sich auf den Weg nach Europa machen. Denn es sind nur ein Drittel der Flüchtlinge, die nach Mitteleuropa gekommen sind, Syrer. Und auch syrische Flüchtlinge haben mir teilweise, ich bin auch für Integration zuständig in Österreich, haben mir teilweise gesagt, naja, in Österreich wollten sie schon sein. Aber wenn sie in Polen oder in Griechenland bleiben hätten müssen, dann hätten sie sich gar nicht auf den Weg gemacht. Also da haben wir schon natürlich auch als Mitteleuropäer in der Hand, was wir für Signale aussenden und ob wir es erwirken, dass sich mehr auf den Weg machen oder weniger. Das liegt nicht nur an der Türkei. Ich bleib noch bei der Türkei, Frau Göring-Eckardt, und will auch Sie fragen, ist dieser Deal, den man jetzt eingeht mit der Türkei, der da lautet, ihr verschont uns vor noch mehr Flüchtlingen gegen, wir nehmen dann Menschenrechtsverstöße weitgehend unkommentiert hin, ein guter Deal? Nein, das geht nicht. Und das ist auch völlig klar. Der Deal ist uns auch gar nicht angeboten worden. Entschuldigung. Aber Herr de Maizière hat am Samstag noch in der Passauer Neuen Presse gesagt, wir sollten uns nicht aufspielen, immer in Menschenrechtsfragen der große Weltmeister zu sein oder irgendwie sowas in der Art. Das klang danach, als wolle er nicht kommentieren. Also aber das geht nicht, ohne diese Dinge anzusprechen, ohne da klar zu sein. Gleichzeitig wird man mit der Türkei reden müssen. Und man muss einerseits über die Menschenrechtsfragen reden. Das, was mit Saman passiert ist, ist eine völlig absurde Situation, dass die Pressefreiheit in der Türkei immer weiter eingeschränkt wird, wenn man sich dort mit Journalistinnen und Journalisten unterhält. Die haben auch faktisch keine Existenzgrundlage mehr, weil sie können nämlich auch gar nicht woanders arbeiten. Und da, so gibt es eine ganze Reihe von riesigen Menschenrechtsproblemen in der Türkei. So, das ist das eine, darüber muss geredet werden. Und zwar mit und ohne die Flüchtlingssituation, über die wir gerade sprechen. Zweiter Punkt. Und man kann nicht einfach sagen, bitte, das ist so für uns so problematisch, dass wir jetzt mit der Türkei nicht mehr sprechen. Das kann man genauso wenig, wie man sagen kann, wir reden mit der Türkei und machen einen Deal und verdienen die Menschenrechte gegen was anderes. Das tut aber auch niemand. Und Herr Maas, das haben wir ja verstanden, dass Sie dieser Meinung sind. Naja, aber Herr Kurz hat doch eigentlich ganz eindringlich berichtet. Man muss auch hingucken. Was passiert denn wirklich mit den Geflüchteten innerhalb der Türkei? Sie haben davon gesprochen, dass die Flüchtlingslager dort relativ gut ausgestattet sind. Das stimmt. Ja. Aber die meisten derjenigen, die aus Syrien und im Irak in der Türkei sind, sind überhaupt nicht in Flüchtlingslagern. Die ganz überwiegende Zahl. Und deswegen kann man sich da auch nichts vormachen lassen. Und ich habe das vorhin kurz angesprochen. Es werden ja inzwischen auch Leute zurückgeschickt in die Türkei und sie werden eben dann von dort aus auch wieder weiter zurückgeschickt nach Syrien. Und das ist eine Situation, wo ich sage, das geht dann gar nicht. Und darüber muss man mit der Türkei auch sprechen. Die Standards müssen stimmen und es muss klar sein, wer geht da eigentlich wohin und wie werden die Menschen dort versorgt. Und darüber, über alles das kann man reden. Man kann natürlich auch nicht sagen, ihr müsst die Grenze nach Europa zumachen. Und dann wird Aleppo von Putin bombardiert. Und im gleichen Augenblick sagt man, aber diese Grenze müsst ihr bitte aufmachen. Auch das wird nicht klappen. Und deswegen glaube ich, das Einzige, was man realistischerweise ausmachen kann und muss, ist, dass das Ganze geordnet passiert, damit die Leute nicht mehr auf dem Mittelmeer ertrinken, damit wir wissen, wie viele kommen wann, worauf stellen wir uns ein, damit man ordentlich registrieren kann und dann innerhalb Europas verteilen. Genau darum muss es gehen. Und das wäre ein geordnetes europäisches Verfahren. Aber jetzt zu hoffen, dass die Türkei uns vor Flüchtlingen verschont, das ist angesichts der Situation und der Gründe, warum sie kommen, nämlich nicht, weil es ihnen bei uns ein bisschen besser geht. Herr Maas, ich will Sie ganz, sagen, ich will, eine Sache, Frau Kipping, ganz, ganz, Herr Sulik, ganz konkret bei ich mir. Möchte, unter darf ich? Ich frage Herrn Sulik gleich nach dazu. Die Frage Verteilung. Wird denn die Slowakei, der Rest der Visegrad-Staaten mitmachen bei der Frage, die ja zu dem Türkei-Deal dazugehört, Leistung gegen Gegenleistung. Und die Gegenleistung wäre, dass Europa der Türkei über Kontingente eine große Zahl an Flüchtlingen dann auch abnimmt. Nein, ich denke, es gibt keine Bereitschaft in den Visegrad-Staaten, mit den Warum Kontingenten oder den Pflichtquoten zuzustimmen, weil es die Bürger nicht wollen. Das ist ganz einfach. Die aber Bürger wollen es nicht, wissen Sie? Ich meine, es die Bürger aus diesen wollen, Ländern sind immer Leute woanders ausgereist, weil sie frei sein wollten, das weil sie schön, zu Hause nicht leben konnten, ihre eigene Familie, wenn ich das richtig sie, verstanden habe. Wenn die Bürger habe. Etwas nicht wollen, es ist ihre Pflicht, das zu tun, was sie nicht wollen. Aber es sind doch europäische Bürger. Es ist ihre Pflicht, ist es, das zu tun, was die Bürger wollen, was der Bürgerwille ist, was, die, was ihre Wähler wollen. Was machen Sie, wenn die Bürger die EU nicht mehr wollen?
Ja, dann macht man ein Referendum und wenn die Bürger sich so entscheiden, dann muss man das einfach akzeptieren. Okay. Aber ich würde gerne etwas anderes sagen mit der Türkei. Zwei Sachen würde ich gerne sagen mit der Türkei. Ich denke, der Fehler oder das Problem liegt darin, dass wir die Türkei für etwas bezahlen wollen. Deutschland will die Türkei für etwas bezahlen, wovon es behauptet, dass es selbst Sie nicht... Sie machen noch mit. Dass Sie es selbst, gesagt, ja, okay. Die 3 also gut, Milliarden noch einmal, zahlen Sie auch. Wir wollen die Türkei für etwas bezahlen, wovon wir behaupten, dass wir das selbst nicht machen können. Und das ist die Schließung der Grenze. Ja, also es ist ein bisschen heuchlerisch. Und das Zweite, Griechenland. Es gab bereits im November 2009 ein Infringement gegen Griechenland, weil die ihre Verpflichtungen nicht eingehalten haben, was Schengener Vertrag angeht. Ein halbes Jahr später, Frühjahr 2010, wurde festgestellt von der Europäischen Kommission, Griechenland hält sich an die Regeln nicht. Und da seitdem sind 6 Jahre vergangen. Die Europäische Kommission hat geschlafen, anstatt dass sie gehandelt hätten und zum Beispiel Griechenland ausgeschlossen hätten aus dem Schengener Raum. Aber an was haben Sie sich denn gehalten? Und letzter Satz, Griechenland grenzt an kein Schengener Land. Es ist aus Sicht also von Schengen ist Griechenland... Hält sich an die Genfer Lassen Sie mich bitte doch diesen Satz zu Ende nur reden. Zu Ende, aber, dann einfach, aber ich verspreche Ihnen, das ist der letzte Satz. Wir wollen immer einen Satz sagen. Aus Sicht von Schengen ist doch Griechenland sowieso eine Insel. Man sollte Griechenland ausschließen, weil die sich an die Regeln nicht halten. Und wenn man das macht, dann kann man die gleich aus der Eurozone auch ausschließen. Mit null Flüchtlingen halten Sie sich auch nicht an die Regeln. Wissen Sie, hält sich die griechische Seite sehr wohl an die Genfer Flüchtlingskonvention. Und jeden Tag werden dort gerade auf den Inseln viele Menschen vom Ertrinken gerettet. Und ich finde, sowas kann man nicht bestrafen, sondern das muss man unterstützen. Und deswegen brauchen die jetzt mehr Geld für humanitäre Hilfe. Aber ich wollte gerne was ganz konkret sagen zu der Auseinandersetzung mit der Türkei. Natürlich muss man verhandeln. Die Frage ist ja, wie man verhandelt und mit wem man, was man für Signale in die Bevölkerungen der Türkei schickt. Und deswegen war ja mein, also um es konkret zu machen, an dem Tag, als sich Angela Merkel mit Erdogan getroffen hat, wurden in der kurdischen Stadt Şişli 178 Menschen angegriffen vom türkischen Militär. Man hat dann später 178 verkohlte Leichen gefunden. Und ich habe bis heute keine klaren Worte von Angela Merkel dazu gehört. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn es schon nicht Regierungsvertreter sind, wenigstens hochrangige Mitglieder ihrer Partei einmal in diese kurdischen Gebiete, die gerade unter Ausgangssperre und Ausnahmezustand leiden, gehen. Bisher waren da nur Vertreter von den Linken und von den Grünen. Ich finde, diese Aufgabe dürfen Sie nicht alleine der Opposition überlassen. Hier ist auch Ihre Partei gefragt. Ich würde mal gerne zu Herrn Sulik was sagen. Dazu nicht? Dazu auch, aber erst dazu, weil er das auch vorher gesagt hat, weil Sie von Heuchelei gesprochen haben in der gesamten Flüchtlingsdebatte. Wissen Sie, was ich heuchlerisch finde? Alle Vorteile der EU einzukassieren und wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, sich wegzuducken. Das ist heuchlerisch. Ich werde dann Presse sprechen. Was die Kurdenproblematik angeht, was hat denn das damit zu tun, ob ein Vertreter meiner Partei oder der Regierung dorthin reist? Wichtig ist doch, wenn wir verhandeln, wenn Sie alle sagen, ja, wir sollen mit den Türken verhandeln. Das tun wir. Und wichtig ist, dass die Vertreter unserer Regierung diese Probleme da ansprechen. Sie müssen es ja nicht mir glauben, aber Herr Kurz hat es doch eben erzählt, sowohl Angela Merkel als auch Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier ist der mit dafür gesorgt hat, dass es die Syrien-Konferenz gegeben hat und endlich einen Waffenstillstand und hoffentlich auch Friedensverhandlungen. Das ist der größte Beitrag zur Fluchtursachenbekämpfung in Syrien, der überhaupt geleistet worden ist. Also insofern, Bei der Konferenz waren die Kurden nicht dabei. Und das ist die einzige Kraft in dieser Region, für die Gleichstellung kein Fremdwort ist. Die haben wir eben schon angesprochen, haben Sie auch schon mal. Ich möchte bleiben bei dem Punkt, den Sie zunächst an Herrn Sulik gerichtet haben, dass Sie gesagt haben, und da wurde er hier laut applaudiert, nicht nur von Ihrem Pressesprecher, sondern von sehr viel mehr Menschen, die hier sitzen, Herr Sulik, dass Herr Baas gesagt hat, Sie profitieren von allem, aber Sie geben nichts zurück. Fasse ich jetzt mal in meinen Worten zusammen. Wir bekommen schon die Strukturfonds, das ist richtig. Aber wir zahlen auch 1 Milliarde Euro pro Jahr
in die EU. Von, es ist für Sie wenig Geld, weil Deutschland ein großes Land ist. Eine Milliarde ist für mich viel Geld. Nein, aber aus Sicht von Deutsch, für Sie persönlich ist es... Nicht nur für mich, auch in Deutschland, auch für Deutschland streiten wir um eine Milliarde. Also die Slowakei zahlt 1 Milliarde pro Jahr jährlich ein und bekommt, hat Anspruch auf circa 3, wird aber nicht alles geschöpft. Es gibt dieses Geld hat unheimlich viel Korruption in unser Land gebracht. Es wird Geld. Das in Anführungszeichen niemandem gehört, weil es kommt von der EU. Sie wollen keine Flüchtlinge, Sie wollen kein Geld. Schaffen Sie dieses Geld ab, ich bin der Erste, der dafür ist. Und wenn ich noch weil Sie in der Türkei bitte, auch Länder haben wollen, lassen Sie mich doch bitte zu sagen. Lassen Sie nicht aus. Ich habe doch geredet, dann lassen Sie mich doch bitte zu Ende reden. Dankeschön. Wenn ich noch dazu rechne, was wir in Griechenland gezahlt haben, wie viel Garantien wir ausgestellt haben für die Griechen, für 6 Jahre Retterei von Griechenland, wir sind da nicht unbedingt im Plus. Also wenn Sie diese Strukturfonds abschaffen wollen, ich bin dafür. Und wenn Sie noch die Landwirtschaftssubventionen abschaffen, die unsere Landwirtschaft liquidieren. Unsere Landwirtschaft wird liquidiert durch das EU-Geld, weil andere Länder mehr bekommen und unsere sind dann nicht wettbewerbsfähig, unsere Landwirte. Also schaffen Sie dieses Geld ab oder schaffen Sie es nicht ab. Aber das ganze bitte, Geld. Bitte drohen Sie nicht damit, weil das ist eine leere Drohung. Und noch ein letzter Satz, ja? Dass Sie nicht denken, ich will unbedingt mit Ihnen in Konflikt sein. Ich habe vorhin heuchlerisch gesagt, doppelzüngig wäre das bessere Wort. Auf der einen Seite sagt Frau Merkel, wir können die Grenze nicht schützen. Auf der anderen Seite will sie die Türkei dafür bezahlen, dass es eben die Grenze schützt. Was ist das Ihrer Ansicht nach? Ich denke doppelzüngig, oder? Herr Sulik, was ist das denn für ein Europa, Herr Sulik, in dem Sie sagen, schaffen Sie das Geld ab oder schaffen Sie es nicht ab, es aber einstreichen, indem Sie Europa vorwerfen, es hätte Korruption in Ihr Land gebracht, wo ich ja denke, das kann ja nur in Ihrem Land jemand sein, der korrupt handelt. Das kann nicht am Geld liegen, da muss irgendwas nicht stimmen an Ihrer Regierungsführung. Und drittens, indem Sie sagen, wir legen mal fest, wir nehmen überhaupt niemanden auf und sich damit komplett aus der europäischen Verantwortung, aus der Genfer Flüchtlingskonvention und allem anderen heraushalten. Ich meine, dann müssen Sie sagen, Sie wollen kein Europa oder Sie wollen nicht mehr dabei sein. Aber das müssen Sie Ihrer Wählerschaft dann auch so ehrlich sagen, Herr Also wer gegen Anders die wird es nicht gehen. Wer gegen die Flüchtlinge ist, will kein Europa. Wer dagegen will ist, womöglich, Herr Sulik, kein Europa, das sich als Wertegemeinschaft versteht. Ja, verstehen genau. Sie Europa? Europa ist eine Vertragsgemeinschaft. Nein, und keine Wertegemeinschaft für Sie? Also für wenn man sagt, schon? Wissen Sie, ich höre das immer wieder, Europa ist eine Solidargemeinschaft. Aber das ist nicht richtig. Zum Beispiel, ist ich sage Ihnen gewesen, gleich, Artikel 125 des Lissabonner Vertrages sagt, jedes Land haftet für seine Schulden selbst. Das ist das Gegenteil von Solidargemeinschaft. Ja? Europa ist keine Solidargemeinschaft in erster Linie. Und auch keine Wertegemeinschaft für eine Sie? Vertragsgemeinschaft. Eine Vertragsgemeinschaft. Die Verträge müssen, ein klarer Pacta Boni Amici, die Verträge müssen eingehalten werden und sie werden leider von den politischen Eliten immer wieder und regelmäßig gebrochen. Herr Kurz, kann es dann überhaupt gelingen, wenn das ein Teil derer denkt, die morgen zusammensitzen, dass man da zu einer vernünftigen Lösung findet? Also als ein Pro-Europäer und als jemand, der Europa als Wertegemeinschaft sieht, bin ich überzeugt davon, dass es am Ende des Tages eine europäische Lösung geben wird. Aber was ich genauso klar sehe, ist, dass es sicherlich keine Chance auf eine Verteilung innerhalb der Europäischen Union gibt, solange der Zustrom so stark ist. Es wäre jetzt einfach, wenn nur... Aber er will sowieso nur null. Ich wollte es gerade beantworten. Es wäre ja einfach, wenn nur die Slowakei diese Haltung hätte. Oder wenn es nur unter Anführungszeichen die Visegrad-Staaten wären. Aber es sieht auch Frankreich so. Es sehen bis auf die wenigen Länder... Frankreich hat 30.000. Naja, das ist weniger als Österreich und wir sind ein wesentlich kleineres Land. Es ist leider Gottes so, dass nur wenige mitteleuropäische Staaten im letzten Jahr Flüchtlinge aufgenommen haben. Die Masse der Staaten, nämlich nicht nur die Slowakei und die Visegrad-Staaten, sondern 20 Staaten in Europa, haben so gut wie gar keine Flüchtlinge aufgenommen. Nicht nur, weil die Staaten nicht wollten, sondern weil die Flüchtlinge ja auch gar nicht in diese Staaten wollten, weil sie ja gekommen sind, um nach Österreich, Deutschland oder Schweden zu gehen. Und insofern glaube ich, wenn man realistisch ist, dann muss man sagen, versuchen wir zunächst einmal den Zustrom zu reduzieren, dann ist auch die
Chance, größer eine Quotenverteilung zustande zu bringen. Und der zweite Punkt, der mir ganz wichtig erscheint, ist, es ist unmöglich, wenn jemand einmal in Deutschland oder in Österreich angekommen ist, dort seine Wohnung bezogen hat, ihn dann in die Slowakei oder nach Polen zu bringen. Das wird gar nicht funktionieren. Also wenn eine Verteilung nach Quoten irgendeine Chance haben soll, dann kann das nur von Griechenland aus geschehen oder im Idealfall aus den Herkunftsländern. Weil was mich an unserer Debatte sehr stört, die wir in Europa haben, ist, dass wir nur immer denen gegenüber solidarisch sind, die bei uns ankommen, weil sie sich den Schlepper leisten können, weil sie jung genug sind. Aber dass wir oft nicht auf die schauen, die die Ärmsten der Armen sind. Und das Zweite, weil vorher... Das Zweite, weil vorher so oft von Hilfe vor Ort gesprochen worden ist. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir schon als Europa auch die Pflicht haben, nachhaltig zu helfen. Und dass Schweden zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeitsgelder kürzen musste, um die Unterbringung der Flüchtlinge in Schweden sicherzustellen und jetzt in der Welt weniger investiert, das ist nicht der richtige Weg. Danke, Herr Kurz. Ich gebe weiter an die Tagesthemen. Thomas Roth wartet da schon. Und bei euch, Thomas, werden die Flüchtlinge auch ein großes Thema sein und vielleicht auch der Vorblick auf den Gipfel morgen. Ja, liebe Anne, genau so ist es. Wir schauen und dazu nach Berlin. Wir schauen natürlich auch nach Brüssel, wo sich vor gut anderthalb Stunden Kanzlerin Merkel mit dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu im Vorfeld eben dieses Gipfels, über den ihr auch gesprochen habt, getroffen haben. Aber wir haben, ich sage es auch dazu, auch noch ein paar leichtere Themen, zum Beispiel die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga. Alles gleich bei uns in den Tagesthemen. Das jetzt in den Tagesthemen, das war unsere Sendung. Danke an die Runde für die Diskussion. Danke an Sie, meine Damen und Herren, nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.